Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Shakes and Fidget. Und ich befinde mich gerade auf dem momentan noch aktuellsten Server EU9. Bald wird EU10 kommen, da gibt es aber noch kein Datum. Man kann nur spekulieren, wann das sein wird. Offiziell wurde da noch nichts bekannt gegeben. Und ja, ich habe ja mal vor etwas längerer Zeit gesagt, ich werde EU9 auf jeden Fall mein Kreuzritterprojekt noch weiterspielen. Trotz allem bin ich halt auch aus der Gilde, ja, rausgeflogen aus Cryptid. Und da habe ich auch gemeint, ich bin da kaum hinterhergekommen. Ich habe auch gemerkt, die Gilde ist wirklich, hebt sich von den anderen Gilden ab. Ich habe ja das Kreuzritterprojekt schon auf EU6 und EU7 und EU8 gemacht. Und von allen Gilden, so muss ich sagen, war es für mich persönlich so, auch vom Flow her, am schwierigsten da irgendwie mitzuhalten. Ich weiß nicht genau, woran das lag. Die Leute sind mir auch irgendwie immer davongezogen. Ich war in der Gilde auch weiter unten. Wir schauen mal, wo die Gilde Cryptid sich derzeit befindet. Aber die müsste, glaube ich, auf 2 sein oder auf 1. Nee, okay, auf 9. Ja, die Leute, die scheinen sich sehr, sehr, sehr gut zu halten. Und ich kann auch an der Stelle nochmal den Leuten raten, die auf EU9 anfangen, um dort sich eine Gilde zu suchen. Cryptid ist eine gute Wahl, ja. Die Gilde ist engagiert. Da würde ich mich auf jeden Fall bewerben, ja. Wenn ihr 320 Alu spielen wollt und ihr wollt was Gutes, ja, ne, müsst ihr natürlich erstmal auch in den Rahmen kommen, um auch eingeladen zu werden, sage ich mal. Aber dementsprechend wäre das so die Anlaufstelle, wo ich sagen würde, Leute, geht hier in diese Gilde. Ja, genau, aus der Gilde wurde ich rausgeschmissen und wollte bis Level 100 spielen. Und das Ganze habe ich gemacht jetzt, ja. Also ich werde auch mit EU9 aufhören und auch das Gewinnspiel auflösen, was ich, ja, was Teil meines Projekts ist, auch wenn ich in der Gilde nicht mehr drin bin. Ja, und ich wurde ja in die Gorgos Groupies eingeladen, ist ja meine Fangilde hier, für die Leute, die das nicht wissen. Ja, nochmal danke dafür. Das hat es ja auch rein zufällig in das Dortzer-Video geschafft. War interessant, ja, hat auf jeden Fall Wellen geschlagen, sag ich mal. Ist eine ehrenwerte Aktion. Man merkt auch teilweise, wenn man hier oben guckt, gerade die Offiziere so, ja, da ist halt schon so, geht schon in Richtung Gorgos Community, mehr oder weniger. Also die Leute kennen mich, ja, sollte ja auch dementsprechend sein bei Gorgos Groupies, ne. Aber ja, das ist krass, dass das hier so aufgezogen wurde, und wenn das in Zukunft noch weiter aufrechterhalten wird, ist das auf jeden Fall die größte Ehre, sag ich mal, oder eine der größten Ehren, die man mir so darbieten kann. Ja, aber da ich ja aufhöre, werde ich auch noch gleich eine Rundmail schreiben, die ich dann hier versenden werde, dass ich hier aufhören werde. Und ja, ich werde mir bei Cryptid, by the way, das ist auch so der Plan, die ganzen Gildenmitglieder rausschreiben. So, das werden, ja, die 48 Spieler sein. Die zwei werde ich nicht mit, mit drin haben in dem Gewinnspiel. Ne? Also ich habe mir ja selber gesagt, sobald die Liste steht, wird keiner mehr hinzugefügt. Und dann wird, ja, per Zufallsprinzip einer von denen quasi rausgesucht, der das Ganze dementsprechend gewinnt. Und ja, ich bin mir ziemlich sicher, keiner von denen rechnet damit mehr, dass da irgendwas in die Richtung kommt. Aber ja, ne? Da bleibt man mal gespannt auf jeden Fall. Das Ganze werde ich in meinem Livestream quasi auflösen. Das wird auch so heute das erste sein, was ich in meinem Livestream machen werde. Das werde ich auch markieren. Also für die Leute, die da reingucken wollen, das wird der Livestream sein, in dem dann im Titel drin stehen wird: EU9 Kreuzritter Auflösung oder sowas. Ne? Schaut da rein direkt am Anfang. Könnt ihr ein bisschen hin und her gucken, dann nachher im VOD. Oder vielleicht auch, je nachdem, wann ich das Video hochlade, vielleicht seid ihr auch live dabei, ich weiß es nicht. Dann wird der Gewinner soweit feststehen.
Genau. So, das ist das Ding zu EU9. Ja, zwecks Gorgos Groupies, meinem Stand, meinem Level, und Cryptid und der ganzen Auflösung wären das so die Infos, die ich euch zu EU9 geben kann. Eine Kleinigkeit habe ich aber noch zu erwähnen, nämlich, da ich ja hinterhergehangen bin mit Level 50, 51, 52, das hat mich halt so derbe, ja, sorry, angepisst, dass ich halt einfach aufgeladen habe und habe dann Dungeons gescheppert. Dann habe ich hier 300 Alu gespielt, ich habe in den Greif geleast. Schade, dass er jetzt auch hier so ausläuft und so, ne, ist ein bisschen doof. Aber ja, und habe dann die Dungeon mal richtig reingeballert, damit ich im Level vorankomme. Na, das habe ich gemacht, damit ich EU9 halt endlich so von der Kappe habe. Und genau dementsprechend habe ich das jetzt geschafft. Und bin gespannt, was EU10 so für mich zu bieten hat. Ich muss sagen, EU10 ist für mich ein Struggle. Es ist ein krasser Struggle. Ja, aber das soll nicht Thema in diesem Video sein. Ja, da geht es nur um so ein bisschen die Geldausgaben und wie lange spiele ich den Char. Und ja, ne, so ein Ding ist das. Aber die einen oder anderen wissen da schon Bescheid. Gut, Leute. Ja, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich für euren ganzen Support. Ja, lasst gerne auf jeden Fall Liebe auf dem Video da. Ich sage das eigentlich viel zu wenig, aber ich würde mich ultra sehr über ein Like freuen. Ja, auch wenn es am Ende 8 Likes, 9 Likes, das, ja, ne? Über jeden Like freue ich mich. Kommentare sind mir auch sehr, sehr wichtig. Und natürlich auch Leute, die mich gerne abonnieren möchten, um kein Video zu verpassen, gerne auch das. Ich bedanke mich, macht's gut, bis dahin, tschüss, ciao und Bankai!